Kapitel 31. Am 21. Juni, im 11. Jahr unserer Verbannung, kam das Wort Jahwes zu mir. Er sagte: Menschensohn, sag zum Pharao, dem König von Ägypten, und zu seiner lärmenden Menge: Wem kamst du gleich in deiner Größe? Schau dir Assur an. Es war wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Pracht ihrer Äste gab reichlichen Schatten. Hoch war ihr Wuchs. Ihr Wipfel stieß an die Wolken. Das Wasser machte sie groß. Das Grundwasser trieb sie hoch. Ströme flossen rings um die Pflanzen, schickten Wasser zu allen Bäumen im Feld. Darum wuchs sie höher als alle anderen Bäume und breitete ihre vielen Äste weit aus, denn sie hatte so viel Wasser. Die Vögel bauten Nester in den Zweigen, und das Wild warf seine Jungen unter ihrem Schutz. Ganze Völker wohnten in ihrem Schatten. Schön war sie in ihrer Größe und ihrem breiten Geäst, denn ihre Wurzeln hatten viel Wasser. Keine Zeder im Garten Gottes glich ihr, keine Zypresse hatte Zweige wie sie, keine Platane so mächtige Äste, kein Baum in Gottes Garten war so schön wie sie. Ich hatte sie so schön gemacht mit ihren zahlreichen Zweigen, dass alle in Eden sie beneideten, alle Bäume in Gottes Paradies. Doch nun spricht Jahwe, der Herr: Weil sie so hoch gewachsen ist, weil sie ihren Wipfel bis zwischen die Wolken ausstreckte und ihre Größe ihr zu Kopf gestiegen ist, liefere ich sie dem mächtigsten Herrscher der Völker aus. Er wird sie nach seinem Belieben behandeln. Wegen ihrer Gottlosigkeit habe ich sie verstoßen. Fremde werden sie umhauen, die gewalttätigsten Völker werfen sie auf die Berge hin. Ihre abgeschlagenen Zweige füllen Täler und Bachrinnen aus, und die Völker, die in ihrem Schatten gewohnt haben, ergreifen die Flucht. Auf ihren umgefallenen Stamm setzen sich die Vögel, und das Wild läuft über die Äste. Das geschieht, damit kein Baum am Wasser sich mehr überhebt und seinen Wipfel bis zwischen die Wolken streckt. Denn alle werden dem Tod ausgeliefert und müssen unter die Erde ins Grab, wo die Menschen sind. So spricht Jahwe, der Herr: An dem Tag, an dem ich die Zeder ins Totenreich stürzte, habe ich die Tiefe in Trauer versetzt. Wegen ihr hielt ich die Ströme zurück und hemmte die Flüsse. Wegen ihr hüllte ich den Libanon in Trauer, und wegen ihr verdorrten die Bäume im Wald. Als ich die Zeder mit gewaltigem Getöse in die Totenwelt stürzte, zusammen mit allen, die ins Grab müssen, zitterten die Völker vor Angst. Und dort, im Land der Tiefe, trösteten sich die Bäume von Eden, die Prachtbäume des Libanon, die am Wasser standen, dass auch sie ihr Schicksal teilt. Auch sie waren mit ihr ins Totenreich gestürzt, zu den vom Schwert Erschlagenen. Und alle Nationen, die im Schatten der Zeder wohnten, kamen um. Welcher von den Bäumen Edens war so groß und prächtig wie du? Und doch musst du mit all den Bäumen von Eden unter die Erde. Dort wirst du liegen, unter Unbeschnittenen und vom Schwert Erschlagenen. So geht es dem Pharao samt seinem lärmenden Gefolge, spricht Jahwe, der Herr.